Hallo und willkommen zurück zu Stasis. Und ich habe hier noch ein bisschen rumprobiert und dann habe ich mir gedacht, das wird zu blöd. Und habe dann doch in der Auflösung nachgeschaut. Und jetzt, wo ich weiß, was ich machen muss, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, jetzt einmal im Spiel quasi so eine Tür, die so abgeschlossen ist, in die Luft zu jagen, statt immer von irgendwoher aufzuschließen. Und dadurch, dass hier auch nie Tipps kommen, was man denn ja machen kann, so von wegen mit diesem Ding zu schießen, wieso sollte das jetzt funktionieren? Das macht überhaupt keinen Sinn, aber... Nein. Ja, also da wäre ich niemals drauf gekommen, das auszuprobieren. Gut, weil ich auch vor allen Dingen dachte, dass das hier irgendwas noch damit zu tun hätte. Aber weiter habe ich auch nicht in der Auflösung geguckt. Ich habe nur gesehen, ja, stell das Ding hin und schieß da drauf. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. Da krippeln noch ein paar mehr rum. This shit is straight out of the eugenics war. I taught this in my history class. All of this research will be lost. Does that mean that this was for nothing? For nothing. Terminal. Ja, sehr angenehme Atmosphäre hier. Lana. Subjekt wird Terra McCormick, First Lieutenant Marie Liaison. Marine Liaison. Liaison. Observationen. Wild. Das Subjekt scheint den leistungsfähigen Körperbau und die latente Aggressivität seiner Mutter geerbt zu haben. Lana weist alle Merkmale einer exzellenten Kandidatin für ein Alpha-Weibchen auf. Empfehlung: Lana sollte in eine Gruppenzelle transferiert werden, da Isolation zu zusätzlicher Reizbarkeit zu führen scheint. Daryl. Willow Brody, Krankenschwester, Medizindeck. Still, aber intelligent, hat gestern versucht, das Schloss seiner Zelle knacken. Doch seine Flucht schlug fehl. Herausragende kombinatorische Fähigkeiten. Starker Körperbau, ohne besonders aggressive Tendenzen, eindeutig ein Denker. Da ist ein Zeichenfehler. Frederick. Marie Maxwell, kein Crewmitglied. Caterer von Phobos. Das Subjekt hat wenig vom soliden Körperbau seiner Mutter, ist allerdings ein hervorragender Jäger. So, da musste ich husten. Lauert und eignet sich Taktik durch das Beobachten der anderen an. Scheint einen überaus taktischen Geist zu entwickeln. Und Nay. Ellen Maracek, Weltraumtouristin. Muss man im Auge behalten. Schlau, außergewöhnlich, schnell und gefährlich. Scheint die Isolation vorzuziehen. Bisherige Zusammenführungsversuche führten zu Todesfällen. Nimmt problemlos die Alpha-Rolle an und dominiert die anderen Novi. Kommt definitiv als Partner für Lana in Frage. PDA. 18. Januar. Oh Francis, ich liege nachts immer noch wach und denke an dich. Du verfolgst mich in meinen Träumen, in meinen Albträumen, in meinen Fantasien. Wir hatten die Liebe gefunden, mein Liebster. Selbst als wir in Kanes Labor in Sydney Virenstämme schufen, die das Innerste eines Menschen nach außen kehren konnten, liebten wir uns und machten Liebe. Wir waren das perfekte Paar. Wir arbeiteten nur an den spannendsten Viren und Pathogenen. Unsere gemeinsame Arbeit war wie ein Requiem Mozarts, ein perfektes Werk. Meine Arbeit jetzt ist nur noch ein blasser Abklatsch von dem, was sie früher war. Oh Francis! Wie lange ist das jetzt her? Es müssen 10 Jahre sein, aber es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Du warst zu krank, um zur Groom Lake zu wechseln, als ich es tat. Du starbst, als ich meine Stelle antrat. Doch fürchte dich nicht, mein Engel. Ich habe begonnen, einen Plan zu schmieden, um dich ins Leben zurückzuholen. Ich nannte dich immer meinen kleinen Frankenstein, erinnerst du dich? Es war immer unser ultimatives Ziel, die Grenze zwischen Leben und Tod in Stücke zu reißen. Und jetzt, da Project Seed in die zweite Phase eintritt, kann ich meine Pläne endlich in die Praxis umsetzen.
Das ist die Charlotte. 20. März. Zwischen 2 und 4 Uhr morgens ist der Zugang zu den Laboren verboten. Also ist das die Zeit, in der ich arbeite. Natürlich bereite ich alle Berechnungen und Maschineneinstellungen in meinem Quartier vor. Ich bewahre das Subjekt unter einem falschen Namen in einem der Pots auf. Bisher weiß nicht einmal Dr. Malan, was ich tue. Keine meiner wichtigen Operationen im Labor dauert länger als eine Stunde. Und ich lösche alle Maschinenprotokolle, wenn ich fertig bin. Ich benutze deine DNA, mein Liebling. Dank der verbesserten regenerativen Fähigkeiten des genetischen Materials, das wir bereits für Seed synthetisiert haben, wirst du wiedergeboren werden. Doch physischer Verfall, Krankheiten und Schmerz können dir dann nichts mehr anhaben. Dann habe ich getan, was du gewollt hattest und dich perfekt gemacht. Wenn du dann gesund, unversehrt und wieder erschaffen aus deinem gläsernen Uterus steigst, wirst du mich nie mehr verlassen. 23. Mai. In letzter Zeit fühlen sich die Dinge merkwürdig an. Meine Arbeit geht normal weiter, doch ich könnte schwören, mein liebster Francis, dass ich spüren kann, wie du mich beobachtest. Ich versuche mehr zu arbeiten, um dich neu und wiedergeboren entstehen zu lassen. Aber es ist nicht einfach. Marvin hat schon einen Blick auf die Teile meiner Arbeit geworfen, da bin ich sicher. Als hätte er eine Idee davon, was ich versuche zu erreichen. 30. Juli. Liebster, ich frage mich noch immer, warum du mich verflucht hast, als du starbst. Du weißt doch, dass es ein Unfall war. Ich weiß, dass du dich daran erinnerst. Es war kein Mord. Ich habe nie einen Mord begangen. Selbst dann nicht, als wir dieses Pathogen an diesem nervtötenden Nachbarn getestet haben. Es war ein Experiment. Woher sollte wir denn wissen, dass sie an ihren eigenen Innereien ersticken würden? Zugegeben, der Tod war eine der Möglichkeiten. Aber so ist das in der Wissenschaft eben. Ich fürchte um dein neues Leben. Ich fürchte, Malan weiß Bescheid. Ich frage mich, wer noch? Hat man dich kontaminiert? Ich werde zusätzliche Tests durchführen, um sicherzugehen, dass dein Erbgut in keiner Form verunreinigt oder verändert wurde. Ich bin schrecklich nervös. Ich habe angefangen, wie eine Verrückte meine Arme aufzukratzen, wenn ich so weitermache. Sehe ich bald aus wie diese lepröse Kröte Backman. 29. Dezember. Oh, Francis, mein Liebster, ich habe dich im Stich gelassen. Malan weiß Bescheid. Er hat mich direkt darauf angesprochen. Er will, dass ich dich genauso schaffe wie sie. Ich kann nicht zulassen, dass du wie ein Straßenköter auf allen Vieren umherkriechst. Allein der Gedanke beleidigt mich. Ich werde dich mit meinem Leben beschützen. Du wirst wiedergeboren werden. Ich schwöre es bei meinem Leben. Aha. Die mäßige Hybridkreatur an der Wirbelsäule zusammengewachsen. Das Wesen sieht unbeweglich aus, aber seine Köpfe scheinen sich immer wieder im Raum um. Diesmal opetig gefallen und kriecht ziellos herum, zweifellos im Delirium. Kann man damit irgendwas machen? Ich glaube, das wird nicht. Nein, das ist ridiculous. I can't see it working like that. Mhm. Da unten kann man auch noch hin. Gesunder Organismus. Diese Kreatur zieht an ihren Fesseln. Sie scheint gesund, aber an der Wut in ihren Augen ist erkennbar, dass sie nicht besonders erfreut ist. Knochenreparaturkleber. Eine Tube schnelltrockener Kleber. Dann gucken wir direkt auch wieder, ob wir das mit irgendwas kombinieren können. That's just crazy. Ja. Abgemagerter, verhungerter Organismus. Dieser Körper ist bis auf die Sehnen abgemagert. Plastikplan. Schützende Plastikplan decken viele der OP-Bereiche ab, aber nicht anstandshalber, sondern damit es nicht so spritzt. Okay, winzige Hybridkreatur. Sie ist winzig und ganz offenbar hängt ihr Leben an einem seidenen Faden. Es ist nicht schön, etwas so Kleines im Todeskampf zu sehen. Runzlige Hybridkreatur. Beide Körper zeigen kaum Lebenszeichen. Plastikplayer, gut. Maschinen. Die Maschine am Tropf ist eingeschaltet und konfigurierbar, aber definitiv nicht einsatzbereit. Was eingeschaltet? Achso. Festgebundene Hybridkreatur. Sie bewegt sich, scheint aber ihre Umgebung nicht wahrzunehmen oder sie hat sich einfach mit ihrem Schicksal abgefunden. Einige Maschinen wurden ausgeschaltet und aus dem Weg geräumt. Eine erschreckend dürre Kreatur mit freundlichem Gruß der Kane Corporation.
Ja, kommt da was? Diese Maschine zeichnet den Herzschlag der bemitleidenswerten Kreatur auf, die auf dem Tisch festgebunden ist. Die Kreatur windet sich in ihren medizinischen Halterungen. Große schwarze Augen in ihrem eingefallenen grauen Gesicht werfen bösartige Blicke um sich. Immer wieder ein PDA. Ach, da auch. Go any further. I'm warning you now. Well, how could you do this? I do with my children as I see fit. It's barbaric. Spare me the pity of the righteous. Your daughter owes her life to me. What do you know about Rebecca? ARG was good on this ship, Mr. Marichek. Cancer, HIV, Ebola. I eliminated them all. Her life is mine to do it as I choose. I... Oh, yes. I know about everything. I know about your daughter, and all about your wife. You are accountable. Jan, his signal, John. You need to hurry. We're close. Ja, wir wollen mal weiter PDAs lesen, wa? Dr. G. Milan. Okay, das scheint so langsam auch dem Ende entgegenzugehen, oder? 1. Januar, das neue Jahr beginnt, das Rad dreht sich und die Groom Lake ist nach wie vor Vorreiter bei den wissenschaftlichen Entdeckungen für die gesamte Menschheit. Trotzdem bin ich unzufrieden. Selbst während meine Tagelöhner das neue Jahr feiern, kann ich mich nur fragen, warum eigentlich? Warum würde man ein so idiotisches Konzept wie einen veralteten gregorianischen Kalender auf einem Schiff feiern, das gerade durch die Tiefen des Alls schwimmt? Der Grund liegt auf der Hand. Trost. Sie fürchten das Unbekannte, das Fremde, das Unmögliche. Ich nicht. Ich heiße den gnadenlosen Kosmos mit offenen Armen willkommen. Das Problem mit der Forschung, die wir betreiben, sind die Menschen mit ihrem von gewissen Reue und manchmal sogar Furcht eingeschränkten Handeln. Wir versuchen, das Unendliche zu erfassen und haben dafür ein Rahmenwerk, das seiner kosmischen Pracht nicht genügt. Ich bin jetzt in meinem 10. Jahr als Special Projects Director bei der Kane Corporation. Trotz meiner Entdeckungen und meinem Streben nach Wissen werde ich ständig von Papierkram, Moralaposteln oder den Wissenschaftlern und diesem Haufen degenerierter Speichellecker, mit denen ich im Vorstand sitze, aufgehalten. Wäre ich sie alle los, wäre mein Wort gesetzt. Mein Wort, nicht das Wort einer Corporation. Sie haben allerdings auch einen gewissen Nutzen. Die Forschung wird von Kane finanziert und die Groom Lake wird von dem Geld und dem Personal der Corporation am Laufen gehalten. Doch die Zeit wird kommen und dann wird sich alles ändern. Man merke sich meine Worte. 19. März. Ich werde von allen Abteilungen mit E-Mails wegen Abweichungen im Lager und mit kontaminierten Proben überschüttet. Dieses ganze Versteckspielchen ist manchmal nervtötender, als es eigentlich wert ist. Am schlimmsten waren Dr. Wei und diese Technikerin, Mrs. Callister. Oder wie war das? Normalerweise würde ich mit solchen Anführern kurzen Prozess machen, aber das scheint mir kaum lohnenswert. Aufrührer müssen Ärger machen dürfen, denn wenn sie verschwinden, legitimiert das ihre Behauptungen und irgendjemand wird immer die Fackel des gefallenen Kreuzritters aufheben und weitertragen. Es wird schwieriger, Dr. Backmanns Tendenzen im Griff zu behalten. Mir sind seine Defizite durchaus bewusst. Der Alte ist ebenso brillant wie gestört, aber es gelingt ihm, seine Arbeit mit einer soziopathischen Freude zu erledigen. Ihn hier zu haben, kann nützlich sein. Er hat mehr Körper für Seed angefordert, besonders von Frauen, die kürzlich noch schwanger waren. Das ist ziemlich problematisch, denn wir haben nur wenige solcher Frauen an Bord. Und an dem Porte ist nur schwer heranzukommen. Das müssen wir also schnell unter dem Radar erledigen. 20. Mai. Dieser Depp, Dr. Gray, hat sich mal wieder darüber beschwert, dass seine Insekten wegen der Stromausfälle aggressiver werden. Und weiter sollen sie sich meinetwegen doch über die Decks verbreiten.
Die Bedeutung von Seed ist tausendmal höher als die des Hydrokulturprojekts. Aber natürlich spiele ich gern mit Dr. Gray Schach. Ich gewinne jedes Mal, was er vermutlich niemandem erzählen wird. Er sagt lieber jedem, den er seine Meinung interessiert, dass er der beste Kandidat für meinen Job wäre. Sebastian, du könntest mit dem, was ich tue, gar nicht klarkommen. Wenn du wirklich anderer Ansicht bist, dann bist du ein großer Narr, wie ich es annehme. Wenn der Tag kommt, den ich vorhersehe, wird dein toter Körper zu meinen Füßen verrotten und ich werde lachen. 4. Juli. Dr. Williams ist nach wie vor der irrigen Ansicht, dass ich nichts von ihren persönlichen Nachforschungen weiß. Offiziell ist es illegal, wenn Mitarbeiter ihre eigene Forschung betreiben. Aber dieser Fall ist interessant. Ihren toten Geliebten als Hybriden neu zu erschaffen? Wie faszinierend. Sollte das funktionieren, mache ich mir das zunutze. Falls nicht, wird es mit dem Rest der abgestoßenen Exemplare verbrannt. Frau ist besessen und ich weiß, dass DeSantos nicht gerade eine kleine Rolle bei der Aufrechterhaltung ihrer Illusionen spielt. Ihre geheimen Untersuchungen werden mir keine Probleme machen, sonst hätte ich sie nie für Projekt Seed zugelassen. 23. Oktober. Es sieht so aus, als würde durchgesickerter, kontaminierter Müll von der Entsorgung der Körper das Schiff verseuchen. Verschiedene meiner Drohnen haben berichtet, dass das Zeug zum Wachstum eines Pilzes führt. Der Pilz ist allerdings eine fesselnde Theorie. Auch wenn ich verärgert darüber bin, dass Dr. Backmann mehr Objekte tötet als unbedingt notwendig, sind diese Nebeneffekte doch überaus faszinierend. Ich habe das Gegenüber Dr. Gray durchblicken lassen und natürlich sein Ego mit dezenten Hinweisen auf eine Beförderung, Ruhm und Ehre gekitzelt. Er wird den Pilz am Leben halten. Die Entwickler wollen, dass er vernichtet wird. Aber ich bin sicher, das können wir noch etwas aufschieben. Dieses Experiment wird jeden Tag spannender. Und ich musste bisher keinen Finger krümmen. Während also meine Inbox zugemüllt wird und Rom brennt, gedenke ich, Geige zu spielen. Wir sind hier sowieso mehr als sicher aufgehoben und die ganze Geschichte hat eine gewisse Unvermeidbarkeit an sich. Das Experiment wächst und ich muss die täglichen Entwicklungen festhalten. 30. November. Wie ich es vorher gesehen hatte. Panik, Zerstörung und Chaos. Trotzdem schreitet sie zügig voran. Sobald Glut und Flammen erloschen sind, werden wir die Decks vom Schutt befreien und sie alle für meine wunderschönen Hybridkreationen nutzen. Kein Anbauen von Pflanzen mehr, zum Wohle der Menschheit. Gott spielt hier keine Rolle mehr. Ich bin Gott. 25. Dezember. Meine wunderschönen Kinder haben sich selbst übertroffen. Sie töten, sie lernen, sie passen sich an. Eine ursprüngliche Spezies ohne die Fesseln von Moral. Ihre Zeit ist gekommen. Sie standen vor vielen Jahren schon einmal kurz vor ihrer Geburt. Doch dann löschte die Menschheit sie aus, weil sie ihre natürlichen Nachfolger fürchtete. Diese systematische Ausrottung hat einen Namen. Die Eugenikkriege. Für die Öffentlichkeit war es ein kommerzieller Krieg. In Wahrheit war es koordinierter Genozid. Die Menschheit war noch nicht bereit für eine beeindruckende Entdeckung von Professor Gerund und wollte sie vernichten. Sein Werk war natürlich nicht perfekt und da kam ich ins Spiel. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens als Teil von Kane verbracht und dabei versucht, Zugang zum Originalwerk von Professor Gerund zu erlangen. Der alte Kane hat mich an die Spitze gebracht, weil wir ein Ideal teilten: die Nutzung der Wissenschaft für die Perfektionierung der Menschheit. Wir unterschieden uns nur in den Methoden, mit denen wir das erreichen wollten. Nicht, dass er noch viel zu sagen gehabt hätte, nachdem ich ihm in seinem Krankenhausbett das Kissen aufs Gesicht gedrückt habe. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Die Schaffung unserer Spezies aus rohen menschlichen Objekten ist jetzt unmöglich, weil die komplette Besatzung tot, fast tot oder nicht clean ist. Aber das dürfte kaum ein Problem sein. Alle Objekte, die fehlerhaft sind und nicht perfekt waren, sind jetzt nur noch der Dünger, der als Nahrung der Perfektion der überlebenden Rasse dienen wird. Die Herausforderung ist nun, die Groom Lake aus der Reichweite aller anderen Schiffe zu schaffen. Niemand darf lebend von diesem Schiff entkommen. Alle guten, starken Überlebenden werden Mitglieder der neuen Rasse. Ich bin ihr Schöpfer, ich habe die Kontrolle, ich überwinde alle Grenzen. 2. Februar. DeSantos, ich bin so enttäuscht von dir. Ein Notsignal? Ich dachte, du wärst auf meiner Seite hier bei Seed. Für diesen Betrug werde ich dich kastrieren und dir ein Garaus machen. Dein unvollkommener Körper ist es wohl kaum wert, zu einem meiner Kinder zu werden. Aber erstmal muss ich dieses verfluchte Signal abschalten.
Marvin, du kleiner abgefuckter Drogendealer. Vor mir kannst du dich nicht verstecken. So, was haben wir hier noch? Robert Lincoln, 23. Juli. Ich wurde versetzt um das Verschwinden von den Mord... Was? Ich wurde versetzt um das Verschwinden von und den Mord an zwei... Achso, ja, jetzt verstehe ich. Ich wurde versetzt, um das Verschwinden von und den Mord an zwei Wissenschaftlern aufzuklären, die für Dr. Malan gearbeitet haben. Eine wirklich merkwürdige Angelegenheit. Ich habe das Verhalten dieser Eierköpfe beobachtet und ich bin nicht gerade beeindruckt. Zeichnet denn hier keiner von denen auf, wann sie kommen und gehen oder macht Notizen? In dieser Abteilung gibt es keinerlei klassische Organisation. Project Seed steht niemandem Rede und Antwort. Das weiß ich ja bereits, aber ich dachte, diese Wissenschaftlertypen machen ständig Notizen. Nicht, dass mir das ganze dieser ganze Verwaltungskram wichtig wäre, aber es ist mir sehr wichtig herauszufinden, wer hier waffenfähige Geheimnisse verkauft. Industriegeheimnisse sind mal eine Angelegenheit von Leben und Tod, in diesem Fall von vor allem Tod. Ich werde gründlich ermitteln und nichts unversucht lassen, um Klarheit zu schaffen. Die Belegschaft ist hier merkwürdig. Ich würde sogar sagen, ein paar von denen sind verrückt. Aber das ist mir völlig egal. Ich will einfach nur Namen und Zahlen. 8. August. Ich habe diesen Job bekommen, weil ich Dinge erledige, nicht weil ich so ein netter Mensch bin. Momentan nehmen die Leute hier noch Anstoß an meinen Ermittlungen. Aber die Sicherheit ist ein konstanter und wichtiger Teil des Lebens an Bord eines Schiffes. Besonders, wenn es um Industriespionage geht. Ich bin nicht sicher, wo die beiden vermissten Wissenschaftler sind, aber angesichts der modifizierten Aufzeichnungen, die ich gefunden habe, ist davon auszugehen, dass sie ermordet und dann ins All entsorgt wurden. Jeder andere würde annehmen, dass es sich bei den beiden um Kriminelle gehandelt hat, aber ich glaube das nicht. Was Verdächtige angeht, könnte ich Charlotte Williams und Marvin Dos Santos ausschließen. Charlotte, weil sie die meiste Zeit gar nicht weiß, wo sie... Weil sie die meiste Zeit gar nicht weiß, wo sie ist, und Dos Santos, weil er nur ein grinsender Schwachkopf ist. Ich bin ziemlich sicher, dass er in Drogendealereien verwickelt ist, aber eins muss man ihm lassen. Er ist vorsichtig und führt sich auf, als wäre er ein echter Womanizer. Aber ich kenne die Wahrheit. Ich habe schon öfter gesehen, wie er sich an der Bar einen Korb gefangen hat. 3. September. Seit Juli musste ich hier so tun, als sei ich ein Assistent. Es trifft sich wirklich gut, dass ich Erfahrung in der Notaufnahme habe. Die einzige andere Person, die weiß, welche Aufgabe ich wirklich habe, ist Dr. Milan. Er war bisher sehr hilfreich. Er liefert mir ständig Informationen, die ich für meine Ermittlungen benötige und ist manchmal ein bisschen zu hilfsbereit. Aber er scheint ehrlich zu sein. Fürs Protokoll. Mir ist absolut klar, was für ein Mensch Dr. Milan ist. Ich habe seine Experimente mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe die lodernden Feuer der Öfen gesehen und weiß, was passiert. Was? Wenn die Körper entsorgt werden. Aber er tut, was notwendig ist, um diese Methoden zu rechtfertigen. Es gibt wenige Männer, die bereit sind zu tun, was getan werden muss. Und dafür bewundere ich ihn. Er hat mich beauftragt, die Experimente von Dr. Williams im Auge zu behalten. Scheinbar sind sie nicht offiziell. Aber obwohl ich einen Bericht für Kane vorbereitet hatte, um sie ihrer Position entheben zu lassen, hat Dr. Milan meine Anfrage sofort abgelehnt. Ich respektiere ihn, aber ich mag es nicht, wenn meine Autorität untergraben wird. 19. November. Ausgerechnet Backmann hat heute herumgeschnüffelt. Scheinbar ist der alte Psychopath auf einmal neugierig geworden. Ich bat Dr. Milan um weitere Anweisungen und er wies mich an, den alten Mann außer Gefecht zu setzen, und das habe ich getan. Schon ein Jammer, dass ich dem Alten die Kniescheiben brechen musste. Ich hätte ihm die Kehle durchgeschnitten, aber Dr. Milan hat darauf bestanden, dass er am Leben bleibt. Am Leben, mit Schmerzen und bewegungsunfähig. Ich muss meine frühere Einschätzung von Dos Santos Charakter revidieren. Ich halte ihn nach wie vor für einen armseligen kleinen Pisser, aber jetzt glaube ich, dass er teilweise für einige der gestohlenen Informationen verantwortlich ist. Er kommt mir vor wie ein Amateur, den ein externer Agent auf das alles angesetzt hat. Ich werde mich bald um Dos Santos kümmern. Aber zunächst muss ich sein Vorgehen überwachen. Eine falsche Bewegung, Kumpel, dann habe ich dich. 17. Dezember. Dr. Milan hat mich für eines seiner Experimente gesperrt. Das weiß ich, weil ich versucht habe, das Schiff zu verlassen, um bei der Kane Corp Bericht zu erstatten. Aber mein Zugang war eingeschränkt und gesperrt.
Ich kam zu meinem Quartier zurück und fand Dr. Milan vor, der auf mich wartete. Er wartete mit zwei von diesen Höllenbiestern, die er erschaffen hat. Ich bin ja wirklich nicht zimperlich, aber von den Viechern wird mir schlecht. Momentan warte ich auf das, was er als Verabredung bezeichnet. Ich schätze, es ist an der Zeit, meinen Frieden mit Gott zu machen. Ich habe in meinem Leben mehr als genug Leute getötet und kann mir von mir behaupten, es nie bereut zu haben. Und ich werde Dr. Milan nicht die Befriedigung gönnen, mich um Gnade betteln zu hören. Meine letzten Notizen zu dieser Geschichte sind, dass Dr. Milan selbst hinter den Geschehnissen an Bord dieses Schiffes steckt. Ich habe es nicht erkannt. Ich wollte nicht glauben, dass er in der Lage sein könnte, eine Zerstörung eines solchen Ausmaßes zu schaffen. Ich habe immer gedacht, dass Wissenschaftler auf Kontrolle gehen, aber Milan bricht alle Regeln, was die Wissenschaft angeht. Die geleakten Informationen, das Pilzwachstum, die verschwundenen Wissenschaftler. Ich fange langsam an zu glauben, dass er sogar wusste, dass DeSantos die Daten verkauft hat. Ja, ihm vielleicht sogar die Daten zugespielt hat, die er verkauft hat. Zu welchem Zweck ist mir ein Rätsel. Ich habe den Verdacht, dass es deshalb war, weil DeSantos Backmann mit allen möglichen Stimulanzen, die er eben gerade hatte, bis zu den Augäpfeln unter Drogen gehalten hat, damit er weiterarbeiten konnte. Ich kann hören, dass Maschinen eingeschaltet worden sind. Ich stelle mich nun meinem Schicksal. Wenigstens weiß ich, dass ich meinen Auftrag für die Kane Corporation erledigt habe. So, soweit, so gut. Ich speichere hier gerade nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht, wann zuletzt gespeichert habe. Und dann gucken wir uns hier noch um. Monitore. Die Monitore sind dunkel und werden Urdan zum Leben erweckt, wenn eine OP ansteht. Festgebundene Kreatur. Die Kreatur windet sich in ihren medizinischen Halterungen. Große schwarze Augen in ihrem eingefallenen grauen Sicht werfen bösartige Blicke um sich. Können wir da irgendwas machen? Nö. Offenes Stromzellengehäuse. Da packen wir jetzt rein. Wird immer gut. Na los. Dann stecken wir halt die Stange da rein. Maybe if it... No. No, that won't work. Kleber. I don't know what I was thinking there. This isn't gonna work. Die Kapsel ist leer. Ah, das mechanische Versorgungsgehäuse braucht eine neue Energiezelle. Okay, also müssen wir da diese drei Energiezellen holen. Chirurgischer Laser, ein neues ferngesteuertes Chirurgie-Modell. Tödlich, wenn es in die falschen Hände gerät. Es kann Stahl genauso leicht spalten wie Haut. Geräte zur Lebenshaltung. Zeichnet, das hat man schon. Glaswand. Die Beobachtungswand ist von oben bis unten mit klebrigen, angetrockneten Substanzen besudelt. Aber was hatten wir jetzt Großartiges mehr als eben? Das ist ja im Grunde nix. Toll, Kleber. Knochenreparaturkleber. Maybe. No. Wie soll man das helfen? Wir könnten uns zerbröselte Knochen eventuell zu einem Schlüssel zusammenkleben. Hauptrechnen. Der Computer summt fleißig vor sich hin und verarbeitet Petabytes wichtiger Körperdaten. Überraschend antiquiert, wenn man die restliche Umgebung bedenkt, aber der Anschein kann trügen. Ein freistehender Datenhub, gefertigt für Pharmaunternehmen. Kühlrohre. Wenn solche Datenmengen verarbeitet werden, kommt es häufig zu Überhitzung. Diese Maschinen verwenden wahrscheinlich eine stickstoffbasierte Kühlflüssigkeit, damit die Computer reibungslos laufen. Vor allen Dingen weiß ich ja überhaupt nicht, wofür ich diesen Kram hier sammle. Wozu soll ich das denn da reinstecken?
verhungert er? Kann man den zusammenkleben? I don't know what I was thinking there. These don't go well together. Hm. Wir müssen ja auf jeden Fall wieder zurück. Wir brauchen ja die Batterien. Aber ich habe mal abgesehen davon nichts Neues bekommen. I can't see it working like that. Menschliches Skelett? No, that won't work. No, it doesn't work like that. These don't go well together. Aha, okay. Aha. I think that will just break it. It doesn't work like that. Okay. Er schien mir jetzt gerade nicht besonders logisch zu sein. Dann heißt es, dass das ja wahrscheinlich auch offen ist. That's just crazy. Und dann muss ich hinten das rausholen. Maybe if it... No, no, that won't work. Das ist doch abgeschlossen. Aha. Stromzelle. Können wir das jetzt auch noch rausnehmen? Ja, ja, ist okay. Naja. Gestorbene Frau. Aber das Licht ist angeblieben, dafür hat's gereicht. Naja. Okay, dann haben wir hier unten noch.
Yo. Jetzt haben wir die drei Stromzellen, damit sollte man das oben aktivieren können. Es gibt irgendeine einen Erfolg, Hybridstampfer oder sowas. Na gut, dann bauen wir mal die Dinger da ein. Wofür auch immer. Ja, und jetzt? Chirurgischer Laser. Ja, es war ja total lohnenswert jetzt. Wofür haben wir das jetzt gemacht? Lalala. Wir haben uns einen neuen Ausgang gebaut. Aber wenn man sowas ernsthaft mit einem chirurgischen Laser machen kann, dann hätte der hier auch dieses ganze Ding zerbrannt. Also das war nicht besonders logisch, behaupte ich mal. Warning. The environmental control and life support system has been compromised. Please report to the visitor center for further instructions. Mhm. Licht. Ja, sehr hilfreich. Terminal, da haben sie die Beschreibungen gespart. Na gut. Röntgenscanner. Da geht's nicht weiter. Nach rechts unten, aber. Abnormal neural activity detected. Okay, dann speichern wir mal gerade nochmal. Unheimliche Zeichen an der Wand. Tierversuche. Gasmaskenbereich. Da können wir nicht durch. Du kannst dir vorstellen, wie Menschen hier wie Vieh durchgetrieben werden. Kein schöner Gedanke. Eine widerstandsfähige Tür, die wir nicht aufbekommen. Beobachtungsportale. Oh. Okay. Leichen. Diese Kreaturen sind vor Angst erstarrt angesichts des Gases, das durch die Lüftung strömte. Jetzt liegen sie reglos und vor Schmerzen gekrümmt da. Eine Masse aus Kreaturen, menschlich und hybrid, zusammengedrängt in den letzten Momenten ihres Lebens. Als das Gas ausströmte, versuchten einige einen Ausweg zu finden, andere umarmten einander. Eine Masse aus Kreaturen, menschlich und hybrid, zusammen... Achso, dasselbe? Gasrohre. Diese Kammer wurde mit dem Ziel erbaut, sie schnell mit giftigen Gasen füllen zu können.
Die Wände sind von Narben übersät, die von menschlichen Händen stammen oder von etwas, das menschlichen Händen sehr ähnlich sieht. Na gut, da werden wir wahrscheinlich dann auch nicht reinkommen. Mehr Leichen für die Verbrennungsanlage. Tote Hybrid-Kreatur im Käfig. Gibt es im Himmel einen Platz für eine Kreatur, die in der Hölle geschaffen wurde? Tote Hybrid-Kreatur, sie lehnt aufrecht an den Stangen ihres winzigen Gefängnisses, umringt von ähnlich winzigen Käfigen. Ihr Gefängnis für ein Gefängnis für diese arme Kreatur. Für diese armen Kreaturen ähnelt aber mehr einem Entsorgungsbereich. Eine aufgeblähte Extremität fällt wie ein Stein zu Boden. Der Gestank ist einfach widerlich, ein verrotteter Mischmasch aus Verwesung und Tod. Die Kreaturen, die hier geschaffen wurden, sind unterernährte, vertrocknete Hüllen. Die Kreatur stinkt, als ob sie schon seit einiger Zeit tot ist. Was können wir hier machen? Sehe ich mal gerade gar nichts. Leerer Käfig. Ist ein kleiner, verstärkter Edelstahlkäfig. Kaum groß genug für ein kleines Tier. Da unten geht's nicht durch. Naja, wir müssen ja im Endeffekt hier unten irgendwas machen. Aber ich sehe halt absolut nichts, womit man hier interagieren könnte. Außer natürlich die ganzen Käfige, aber was hätte denn das für einen Sinn? Maybe if it... No, no, that won't work. I think that would break. Das macht doch keinen Sinn. Schwingende Lampe. Die Lampe wirft Licht auf vertrocknete Leichen und voller schmerzgeballte Fäuste und zeichnet so ein scharfkantiges Relief. It doesn't work like that. I think that would break. These don't go well together. I think that would break. Ich meine, das macht ja auch gar keinen Sinn. Also hier ist jetzt erstmal nichts, was wir irgendwie benutzen können. Schwingende Lampe. Gasrohre, ja gut. Röntgenscanner. Aber da geht ja gar nichts. Die können wir ja auch noch nicht mal ansehen, die Sachen. Also da haben sie... Das hier scheint einfach nur so ein Lauf mal hier vorbei. Wir machen uns nicht die Mühe, hier auch noch Beschreibungen zu schreiben oder zu übersetzen. Und Symbole hat man ja auch nicht, mit denen man da... Naja. Also... Da hinten ist... Wir könnten natürlich noch weiter zurück. Da hinten ist aber erstmal nichts. Warnzeichen. Und dann haben wir da die Tür. It doesn't work like that. Tierversuche, Gasmaskenbereich.
Ja, Tja, ja. Ich probiere das eben einfach mal. Na, das war jetzt nicht das, wie ich wollte. Ach so, das, wenn wir hier mit irgendwas auf die... Ne, habe ich zweimal geklickt. Also, Pistole da drauf. Pistole da drauf. So ein Energiegedöns haben wir hier auch nicht über uns draufstellen können. So wie das eben war, dass wir mit dem Laser nochmal schießen können. These don't go well together. It doesn't work like that. It doesn't work like that. I don't think this will fit. No, that won't work. Wieso haben wir uns das Ding eigentlich rausgenommen, wenn wir sowieso die ganze Zeit mitschleppen? Ob wir das nun im Rücken oder im Rucksack haben, sollte da eigentlich keinen Unterschied machen, oder? No, that won't work. Weil ich denke eigentlich, vielleicht sollten wir hier einfach mal die Sachen anklicken. Lebt er jetzt? Ist er noch umgefallen? Ich meine, wir könnten natürlich. Ja, ist sehr spannend. I know why you're here. I don't know what you're talking about. Bullshit! Listen, Milan. Dr. Milan. Let's discuss this rationally. Enough! I'll see you soon, Miss Ainsley. Give my regards to her. Mr. Marachek, you sneaky bastard. Not to worry, I can speed up this little family reunion. What have you done with Rebecca? She's right here. Yeah. You took away my life's work, Mr. Manachek. Now let me return the favor. Cage 7 open. Enjoy the show. I'm off to deal with Judas. Okay. Aber wieso sollte man denn die Tochter gefangen nehmen von irgendeinem Typen, um dann nichts damit zu machen, um die dann dir da ein Spielzimmer zu bauen, was sonst da niemand hat, und nur um die dann irgendwie umzubringen, wenn man dann am Ende steht? Hä?
Vielleicht gibt es da nochmal eine logische Erklärung für, aber da sehe ich gerade so überhaupt gar keine Logik hinter. Aber gut, hier mache ich dann erstmal einen Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn!